So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ausgesprochen froh, dass Sie noch alle da sind. Das ist beim letzten Vortrag einer Veranstaltung nicht wirklich immer der Fall. Also vielen Dank schon mal dafür. Ich hoffe auch, dass Sie die Workshops genossen haben, viel gelernt haben, was mitnehmen können, dass Sie beim erneut guten Catering noch gute Gespräche hatten und dass Sie positiv und gut eingestimmt sind auf den Programmpunkt, der jetzt folgt. Meine Damen und Herren, als er damals Bundesumweltminister wurde, 1987 war das, da war die umweltpolitische Welt irgendwie ja noch in Ordnung. Ein Jahr zuvor war ein Reaktor in der Ukraine explodiert, also ging es um Sinn oder Unsinn von Atomenergie. Zu viel Chemie auf den Äckern und damit auch in unseren Flüssen, also ging es um Agrarchemie. Zu viel Wohlstandsmüll, also Verpackungsverordnung und grüner Punkt. Klimaveränderung, Rio 1992 brachte den Klimarahmenvertrag. Klare Feindbilder also. 10 Jahre später Johannesburg, UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung. Klaus Töpfer war da Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und jetzt wird es kompliziert, nicht weil er Exekutivdirektor war, nee. Nachhaltige Entwicklung, das haben wir dann alle spätestens dann gelernt, heißt nämlich tatsächlich Veränderung. Oft sogar tiefgreifende Dinge eben anders sehen und anders machen. Auch, wie Sie spätestens seit dieser Konferenz wissen, wenn es um Kongresse und Konferenzen geht. Es braucht gar einen globalen Gesellschaftsvertrag für Nachhaltigkeit, sagt der Exekutivdirektor des Potsdamer Instituts für fortschrittliche Nachhaltigkeitsstudien. Klingt auf Englisch besser, finde ich, aber egal. Herzlich willkommen, Professor Klaus Töpfer, bitteschön. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Präsident, lieber Volker Angres, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und ich schließe mich Volker Angres völlig an. Herzlichen Dank, dass Sie noch geblieben sind und gehen Sie bitte nicht während meiner Rede zu viel raus, das würde meine seelische Ausgeglichenheit außerordentlich negativ beeinflussen. Also ich bin auch ganz sicher, ich werde mir in die Zeit halten. Ich freue mich riesig, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich nur wirklich der Überzeugung bin, dass dies eine hervorragende Idee ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir denn in Deutschland Konferenzen, Tagungen durchführen, um auch auf Dauer das zu bleiben, was wir gegenwärtig sind. Wir sind ohne jeden Zweifel das Kongress- und Tagungsland weltweit. Ich spreche da wirklich nicht wie der Blinde von der Farbe. Sie können sich vorstellen, ich habe 8 Jahre lang das Umweltprogramm der Vereinten Nationen geleitet, das eben nicht in New York oder Genf seinen Sitz hat, sondern in Nairobi in Kenia, also mitten in Afrika. Und ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, United Nations, das heißt immer United Conferences. Wir sind durch ganz, ganz viele Konferenzen weltweit gekommen. Und man ist ganz ohne jeden Zweifel immer wieder bestätigt worden darin, dass wir in Zahl und Qualität Deutschland als eine wirkliche Dachmarke in diesem Markt der Konferenzen und Tagungen sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Denn man muss das wissen, woraus das sich ableitet, damit man auch weiß, wie es weiterentwickelt werden kann und wie weit das, was dazu beigetragen hat, dass wir so weit gekommen sind, auch noch weiter in der Zukunft tragfähig bleibt. Das ist also nicht der Historie wegen gefragt, sondern der Strategie wegen, die darauf aufbauen muss. Eins kann man vorhersagen, woran es nicht liegt. Es liegt sicherlich nicht daran, dass in Deutschland ganz besondererweise von der öffentlichen Hand Tagungen und Kongresse subventioniert werden. Daran liegt es nicht. Manche glauben sogar, dass wir dadurch eher einen Standortnachteil haben, weil andere die hohe multiplikative Bedeutung von Kongressen und Tagungen weltweit für ihr eigenes Land
sehr hoch einschätzen und deswegen wirklich subventionierend tätig werden, um solche Kongresse, die Menschen, die zu diesen Kongressen kommen, in ihr Land zu holen und damit einen nicht gerade unmittelbar monetär bezifferbaren, aber mittel- und langfristig bedeutsamen ökonomischen und imagebezogenen Effekt zu erreichen. Also, wenn ich sehe, zu welchen Konditionen uns Konferenzen angeboten wurden in Asien, dann bin ich sehr davon überzeugt, die können nicht nur daran ihre materiellen Bedingungen so angepasst haben, weil da niemand sonst geholfen hat, sondern das ist ganz sicherlich nicht der Fall, dass dadurch Deutschland besondererweise begünstigt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Wobei ich auch hinzufüge, und nicht nur deswegen, weil wir es im Augenblick nicht ändern können, wo immer so etwas subventioniert wird, kommen viele auf die Idee und sagen, warum müssen wir das subventionieren? Warum gehen wir da nicht alleine hin? Die suchen eigentlich dann nach den negativen Faktoren, die dahinterstehen und die wegsubventioniert werden sollen. Wir sollten es also sehr offensiv und, wie ich meine, positiv vertreten. Daran liegt es nicht. Sicher liegt sich ein gutes Stück mit dabei, dass wir eine Geschichte haben, in die wir hineingewachsen sind. Es gibt, glaube ich, weltweit kein Land mit einer so ausgeglichenen Struktur von Größe der Stadtlandschaft wie in Deutschland. Das hat etwas zu tun mit unserer Geschichte. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir immer genannt wurden, das ist der Fleckenteppich Deutschland. Wir hatten viele Fürstentümer, Herzogtümer, kleine Königreiche und sie alle haben ihre Hauptstadt gehegt und gepflegt, haben sie ausgebaut, im Merkantilismus dafür Sorge getragen, dass Wirtschaft dahin kam. Und so sind wir in Deutschland gesegnet mit einer sehr ausgeglichenen Stadtstruktur. In der Wissenschaft spricht man darüber, dass man an der Kurve der Städte, wenn man sie ihrer Größe nach kumuliert aufzeichnet, sehen kann, wie entwicklungsfähig dieses Land ist. Sie finden weltweit kein Land mit der Größe von Deutschland, bei der die Hauptstadt nur 3,5 Millionen Einwohner hat, wie das in Deutschland der Fall ist, die größte Stadt. Gehen Sie zu unseren Nachbarn, sie haben überall das, was die Franzosen sagen, Paris et les déserts, Paris und die Wüste. Und wenn du in Frankreich hingehst und sagst, du machst einen Kongress in Nancy, wirst du ganz anders angenommen in Paris, als wenn du sagst, ich mache es in Paris. Wir haben einen solchen großen Vorteil, dass wir dieses bis in die Gegenwart hinein weiterführen können, bis in die Frage der Differenzierung. Jeder weiß, Herr Präsident, wenn man nach Hannover geht, ist das was anderes. Von der Atmosphäre nicht schlechter, nicht besser, sondern anders, als wenn man nach München geht. Also wir sehen, dass wir aus der Geschichte heraus sehr viele Vorzüge mitbekommen haben, die es attraktiv machen, nicht zu sagen, wir gehen immer wieder in eine Stadt, sondern wir können in Deutschland in verschiedene Städte gehen und werden immer zusätzliche Erkenntnisse über dieses Land und über den Zugang in diesen Teilbereichen auf das Problem sehen. Eine nicht zu unterschätzende Größe. Ich sage sie deswegen mit einigem Nachdruck. Natürlich, meine Damen und Herren, gibt es andere Gründe dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland, das Deutschland insgesamt seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten diese Qualität im Bereich von Kongressen und Tagungen hat. Das hat etwas zu tun mit der Infrastrukturqualität bei uns. Und die damit verbundene, nicht überall gegebene Möglichkeit der Mobilität in den Städten, die auch nicht durch besondere Probleme von Unsicherheiten mit gekennzeichnet sind. Und wir sind auf dem Wege, dieses weiter auszubauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich jetzt nicht aus ökologischen Überlegungen, dass wir dadurch das Klimaziel erreichen, sondern dass es für jemanden, der aus dem Ausland kommt oder der aus anderen Bereichen kommt, sehr hilfreich ist, wenn er einen immer stärker sich individualisierenden öffentlichen Personennahverkehr hat. Und wir werden sehen, dass das genau der Fall ist. Die Abstimmung, die bessere Angebotsgestaltung in der Mobilität in den jeweiligen Städten und von dem Ort, in dem der Kongress ausgeht, ist ein infrastrukturelles Plus, das genauso sich wiederfindet etwa in den überregionalen Verkehrsanbindungen und deren Verlässlichkeit. Ich kann gar nicht genug darauf hinweisen, wie ärgerlich es manchmal ist, wenn man in einem Zug sitzt
Und dann weiß er, sitzen viele Ausländer mit dabei, wie dort Ankündigungen gemacht werden. Es wäre sinnvoll, wenn man das auch noch etwas mal auf die Probe stellen und so sagt, das ist ein Aushängeschild für Deutschland, wir müssen alles dran setzen, dass jemand sagt, dort wirst du auch in dem verkehrlichen Bereich so angenommen, dass du dich ein Stück besser auskennst, um nicht zu sagen, besser zu Hause fühlst. Also die Frage der Infrastrukturqualität, sicherlich ein großer Vorteil. Ganz sicherlich auch ein großer Vorteil, dass wir in Deutschland die exportintensive Industrie haben und nicht nur die Industrie, sondern auch die kleinen und mittleren Unternehmen, die wir als Hidden Champion richtigerweise bezeichnen, die eben die Bedeutung Deutschlands auf den einzelnen Märkten sehr klar demonstrieren können und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass wir hier Kongresse herbekommen, die wir an anderer Stelle so oder nicht so erreichen könnten. Lassen Sie mich auch hinzufügen, dass ich es für außerordentlich hilfreich ansehe, dass uns weltweit der Ruf vorausgeht, wir seien ein Land der Vereinsmeier. Was hat das damit zu tun? Gehen Sie mal systematisch durch die Präsidien und Vorstände von internationalen Verbänden, Berufsverbände, Standesorganisationen und so weiter. Sie werden überall Deutsche wiederfinden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir sollten jeden motivieren, der sich in einem internationalen Berufsverband zur Verfügung stellt, das zu tun. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann einen Kongress aus diesen Bereichen hier in Deutschland haben, ist sehr groß. Also man sollte auch solche auf den ersten Blick vielleicht gar nicht damit verbundene Bereiche sehr klar und deutlich als einen Vorteil sehen. Man könnte weitere zufügen. Die Frage, dass Deutschland in der Mitte Europas liegt, dass das aus der Geschichte heraus sehr viele Vorteile gebracht hat, zusätzlich zu denen, die ich schon genannt habe. Wir können ganz ohne jeden Zweifel darauf aufmerksam machen, dass uns eine gewisse Organisationsfähigkeit mit begleitet, Organisationsqualität ist im Image mit enthalten. Nebenbei deswegen ist es bis in diese Branche hinein eine sehr, sehr besorgniserregende Tatsache, dass im Augenblick weltweit so der Eindruck entsteht, in Deutschland kannst du alles, nur keine großen Projekte mehr machen, weil sie nicht mehr organisierbar sind. Das geht wirklich in die Emotionalität deutlich hinein. Ich weiß nicht, ob Sie mal in der letzten Zeit BBC gesehen haben oder CNN. Und dann können Sie mal sehen, wie das als Thema aufgenommen wird. Da haben wir doch immer geglaubt, die Deutschen könnten so großartig organisieren und terminberecht das machen. Und jetzt siehst du auf einmal, alle Großprojekte, die in Deutschland in Angriff genommen werden, haben auf diesem Gebiet massive Probleme. Von Berlin über Hamburg und die Eifel bis Stuttgart bis hin zum Energiewendeprozess und vielem anderen. Sagen wir nicht, das ist eine Sache, die nur uns betrifft. Es hat etwas zu tun mit dem Image, das wir in der Welt haben. Und wenn wir dort Schaden nehmen, nehmen wir mehr Schaden, als wir, glaube ich, im Augenblick einzuschätzen bereit sind. Ich wollte das deswegen nur gesagt haben. Diese Dinge sind ja nicht Gott gegeben und auf Dauer erhalten, sondern sie müssen gehegt, gepflegt und weiterentwickelt werden. Also es gibt eine ganze Palette, ein Blumenstrauß von guten Gründen, warum diese so außerordentlich wichtige Branche in Deutschland eine besondere Bedeutung erreichen konnte und weltweit sicherlich führende Positionen hat. Das hat, ich sage es noch einmal, sehr viele positive Spillover-Effekte auf unsere Position in den Weltmärkten der verschiedensten Güter und Produkte und Dienstleistungen. Es hat große Bedeutung für unsere Stellung auch und gerade in der internationalen Relevanz dessen, was wir im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich tun. Wir bringen Menschen hierher und hier zusammen, die diese Tatsache, dass man das hier gemacht hat, eben auch in anderen Verhaltensweisen mit aufgreift.
Und lassen Sie mich das hinzufügen. Und das ist nicht der Werbeblock für Kongresse und Tagungen in Deutschland. Ich bin sehr der Überzeugung, dass das, was wir mit den elektronischen Medien haben, nicht zu einer strukturellen Veränderung des Interesses, der Sucht danach, so etwas auch durch die persönliche Begegnung zu unterstreichen, ändern wird. Ich erinnere mich immer daran, dass Hermann Lübbe, ein außerordentlich bekannter, jetzt älter gewordener Soziologe, mal untersucht hat, wie hat denn die Erfindung des Telefons auf die Reisen und die Begegnung der Menschen gewirkt, weil damals auch die Meinung war, wenn jetzt das Telefon da ist, brauchen die Leute nicht mehr hinzufahren, die rufen sich an und dann hat sich das. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Durch das Telefon sind die Begegnungswahrscheinlichkeiten deutlich angestiegen. Wenn du Oma angerufen hast und hat gesagt, du müssen uns doch mal wieder sehen, dann bist du gefahren. Es ist also eher zu sehen, dass wir das als eine Addition, eine Ergänzung haben, aber nicht als eine Substitution. Das ist eine ganz wichtige Tatsache. Man macht es ja selber. Ist da gar keine Frage. Es gibt manche Bereiche, wo du sagst, zu diesem Kongress möchtest du eigentlich oder zu dieser Veranstaltung möchtest du eigentlich hinfahren, aber hast die Zeit nicht, dann kannst du das natürlich über elektronische Medien gut machen. Ich hatte gestern eigentlich an der Universität in Lüneburg die Erstsemester zu begrüßen. Konnte ich nicht. Dann haben die also mit Twitter mich dazugeschaltet. Aber ich komme auch zu dem Ergebnis, gerade nach diesem Erlebnis gestern, machst du nicht häufig. Machst du nicht häufig. Denn wenn dann so im Saal auf einmal Gelächter aufkommt, dann fragst du dich die ganze Zeit, warum lachen die Leute? Wenn sie gerade gelacht haben, dann weiß ich warum. Aber wenn ich in Potsdam stehe und die in Lüneburg lachen, dann frage ich mich, warum lachen die jetzt? Nur um ein Beispiel zu nennen. Und ich habe, wie ich Ihnen sagte, ja für die Vereinten Nationen in Nairobi gearbeitet. Und wir hatten, ich war, wenn Sie wollen, Kabinettsmitglied bei Kofi Annan. Und wir hatten jeden Mittwoch in New York Kabinettssitzung, Mittwochvormittag. Du kannst natürlich von Nairobi nicht jeden Mittwochvormittag nach Nairobi, nach New York fliegen. Da kommst du am Samstag wieder und fährst da wieder ab. Geht also nicht. Wenn dem so ist, hatten wir natürlich auch Elektronik. Das war noch ein bisschen weiter zurück und es war in Afrika, war nicht dolle. Es war fast an manchen Stellen so, dass er sagt, du, wenn du nicht dabei gewesen wärst, wäre es besser gewesen. Da könntest du wenigstens sagen, du warst nicht dabei. So hörst du immer nur halb was, kriegst die Töne dazwischen nicht mit. Also es gibt wirklich viele gute Gründe, nicht ihnen eine Freude zu machen, sondern deutlich zu machen, tun wir alles, dass wir die technologischen Möglichkeiten voll ausreizen, indem dadurch unsere Kongresse noch lebendiger und noch besser werden. Ich weiß nicht, ob heute Morgen Ihr Schirmherr Peter Altmaier auch elektronisch da war. Also wenn, dann wissen Sie, es gibt auch Künstler dabei, die machen das auf diese Art und Weise glänzend. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich unterstelle das. Also dieses nur hinzugefügt. Wenn ich das alles sage, könnte ich ja eigentlich zum Ergebnis kommen, alles Paletti, Freude hast du allen gemacht, die vor dir gesessen haben. Und du kannst eher zum Schluss kommen. Die Frage ist aber, sind die Gründe, die ich genannt habe, auf Dauer tragfähig? Holen da andere nicht auf? Und was können wir heute tun, damit diese Position Deutschlands auf diesem ganz wichtigen Markt, volkswirtschaftlich, gesellschaftlich wichtigen Markt, auch auf Dauer erhalten bleibt? Ich glaube, solche Argumente wie die Infrastruktur ist besser, werden noch eine ganze Zeit lang tragen, gerade auch mit Blick auf die großen bevölkerungsreichen und in der Urbanisierung jetzt gerade angekommenen Standorte. Aber sie sind nicht auf Dauer ein hinreichender Grund mehr. Wir werden das auch im Zusammenhang mit der Organisation nicht mehr auf Dauer so sehen. Wir sehen also, dass auf den klassischen Bereichen eher eine Tendenz ist, dass man aufholt und dass man eine ganz andere Konkurrenz bekommt, als man sie vorher gehabt hat. Und wenn die dann noch unterstützt wird, siehe meinen Anfang, etwa durch staatliche Förderung, ist es eine Sache, die man ernst nehmen muss. Und da ist zu fragen, was müssen wir denn in unserer Zeit als einen wirklich tragenden Trend, manche sagen davon, es müsste ein Megatrend sein,
frühzeitig aufgreifen, um damit zusätzliche Attraktivität und Begründung dafür zu gewinnen, dass man in Deutschland weiter Kongresse macht. Und zwar in Deutschland und von Ausland nach Deutschland hinein. Wenn ich mich darum umsehe, komme ich natürlich auf die Tatsache, wie wird sich denn eine Welt darstellen müssen, die in einer immerhin absehbaren Zeit 9 Milliarden Menschen tragen muss. Das wird schon im Jahre 2050 sein. Meine jüngste Enkeltochter ist dann 38 Jahre alt, also das ist nicht irgendwie eine ferne, abstrakte Vision. Wie wird die aussehen in einer Zeit, in der von den 9 Milliarden Menschen noch insgesamt 5% Europäer sind? Welche Position haben wir denn dann als ein Teil der 5% in Deutschland? Und wie können wir die Attraktivität so gestalten, dass wir tatsächlich an diesem Markt weiter eine führende Funktion haben können? Und dann glaube ich, ist es eigentlich naheliegend zu sagen, wenn da 9 Milliarden Menschen mal sind, dann werden wir sehr genau uns überdenken müssen, wie gehen wir mit dem, was wir als Ressourcen haben und sie nutzen, um. Wie sind wir also ausgerichtet in einem vernünftigen, verständlichen, verantwortungsvollen Umgang mit Natur, mit der sozialen Stabilität in unserer Gesellschaft? Und dafür hat man mal den Begriff nachhaltige Entwicklung gefunden, Nachhaltigkeit. Und da muss man ja sagen, das steht ja auch im Titel so drin, manchmal kriegt man ja echte Probleme, wenn man sagt nachhaltig. Das ist eine derartige Inflationierung dieses Begriffes, dass man genau wieder sagen kann, je mehr man sowas inflationiert, umso weniger wert ist der Begriff. Was ist nicht alles nachhaltig? Vom Hundefutter bis zur Sportveranstaltung. Nachhaltig ist eine Pattern geworden, das kaum noch irgendwelcher Begründung bedarf. Sagst du nachhaltig, sagt jeder erstmal in sich zusammen und schweigt. Mich erinnert das an diese kleine Story des Hauptmanns der kaiserlichen Artillerie, der seinen Rekruten die Berechnung der Schussbahn beibringen musste. Und den Rekruten sagte: Rekruten, dafür brauchen wir den Satz des Pythagoras, a Quadrat, b Quadrat, c Quadrat. Und hat dann hinzugefügt, unter Zivilisten pflegt man das zu beweisen, bei Soldaten gilt Ehrenwort. Wenn du nachhaltig sagst, gilt Ehrenwort. Und wenn du so weit gekommen bist, wird es nichts mehr wert. Und deswegen ist es auch am Ende eines Kongresses sinnvoll, nochmal zu fragen, was heißt das denn eigentlich? Warum ist denn das nachhaltig? Und meine Damen und Herren, das ist in diesem Jahr in ganz besonderer Weise sinnvoll zu fragen, denn was Ihnen möglich noch nicht aufgefallen ist, aber wo es noch wirklich einige Kongresse dazu geben wird, wir feiern dieses Jahr die Erinnerung an 300 Jahre Karl von Carlowitz. Den mögen Sie nicht kennen, deswegen stelle ich ihn ganz kurz vor. Karl von Carlowitz war mal Oberberghauptmann in Diensten des Kurfürsten von Sachsen, August des Starken. Und Sachsen hat, wie Sie wissen, das Erzgebirge, und das heißt nicht zufälligerweise so, sondern deswegen, weil dort Erz gewonnen wurde. Unter anderem besondererweise Silber, und dieser Silberbergbau hat die Bedeutung des sächsischen Königs außerordentlich gefördert. Der war also für den Erzabbau in Sachsen zuständig, dieser Karl von Carlowitz. Er war nicht Oberförster, sondern Oberberghauptmann und stellte auf einmal fest, er gerät massiv in eine Rohstoffproblematik. Denn um das Erz abzubauen, mussten sie Stollen halten, die musste stützen, dafür brauchst du Holz. Das Erz, was abgebaut wurde, musste verhüttet werden, dafür brauchst du Energie, das war Holz. Sie verbrauchten also jede Menge Holz und auf einmal merkte er, das ging zu Ende. Und dann hat er ein Buch geschrieben über die sinnvolle Bewirtschaftung von Wäldern
und hat darauf hingewiesen, man dürfe nur so viel Holz aus dem Wald pro Jahr entnehmen, wie in dieser Zeit auch wieder nachwächst. Und das hat er nachhaltig genannt. Also, wenn Sie so wollen, er hat zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Dimension der Zeit eingeführt. Er hat gesagt, du kannst nicht so fragen, ob es jetzt noch reicht, sondern du musst fragen, was ist denn, wenn ich jetzt mehr nehme als nachwächst? Eigentlich ja eine einfache Überlegung. Ich verweise immer dabei auf meinen besonders geschätzten und geehrten Aphoristiker, den Polen Stanislaw Lecz, der mal den schönen Satz geschrieben hat: Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. Eigentlich verstehst du das ja auch, entnimm nicht mehr, als nachwächst. Dass dies eine offene Flanke ist, solle dazu gesagt werden, denn wenn du sagst, ich brauche Holz und ich darf nur so viel entnehmen, wie nachwächst, kommst du auf die Idee und sagst, welcher Baum wächst denn am schnellsten? Also kannst du dem Karl von Kardewix vorwerfen, er war der Urvater aller deutschen Fichtenmonokulturen, weil die schneller gewachsen sind. Oder der Pappelkonto-Situation, die wir gegenwärtig bei erneuerbaren Energien haben, schnell nachwachsende Biomasse. Dies also ist eine offene Frage. Jedenfalls entscheidend für ihn war, du musst bei den Entscheidungen heute daran denken, dass dies Konsequenzen für morgen und übermorgen hat. Wenn du das nicht tust, kannst du möglicherweise gegenwärtig noch gute Ergebnisse erzielen, aber mittel- und langfristig ist das nicht mehr der Fall. Dieses Konzept ist weiterentwickelt worden und hat sich vor allen Dingen nicht nur bezogen auf eine ökologische Dimension, was ja bei dem Oberberghauptmann auch nicht der Fall war. Der hat doch nicht gesagt, du musst die Wälder so erhalten, damit die natürlichen Ökosysteme in dem Wald erhalten werden. So hat gesagt, nur so viel machen, raushauen, wie wieder nachwächst. War eine ökonomische Sache. Also sehen wir, dass bei der Nachhaltigkeit Ökonomie eine große Rolle spielt. Ganz offensichtlich ist die Verbindung in die Natur, in die Umwelt hinein gegeben, das ist die Ökologie. Und das Dritte, was immer und immer wieder hinzugefügt werden muss, die soziale Komponente. Nachhaltige Entwicklung ist nicht ein ökologisches Konzept, sondern es ist ein Konzept, um diese drei Zielbereiche, Soziales, Ökonomisches und Ökologisches, in einen vertretbaren Kompromiss hineinzubringen. Das ist ganz wichtig. Alle drei Ziele zu verfolgen. Wir sind gegenwärtig in einer Situation, wo wir sagen, wir können auf Kosten des ökologischen Ziels keine Kompromisse mehr für Wirtschaft und Soziales machen. Das ist wahr. Aber im Kern ist das genau diese Ebene. Dieses zu fordern in einer Zeit, die, wie ich gesagt habe, auf 9 Milliarden Menschen zugeht, ist eine wirklich absolute Notwendigkeit. Wenn Sie kurzfristig, ist es wirklich vertretbar zu sagen, warum muss ich alle Kosten jetzt in meine Kalkulation einbinden, die mit der Erzeugung dieses Produktes verbunden sind. Es ist doch einfacher, ich kann die auf neue Rechnung vortragen und die neue Rechnung muss dann jemand anders bezahlen, da bin ich nicht mehr da. Oder es müssen andere bezahlen, die jetzt nicht hier bei uns direkt vorhanden sind. Ökonomen nennen das die Externalisierung von Kosten. Es kann durchaus sinnvoll sein, zu sagen, warum muss ich denn das Abwasser klären, was ich erzeuge, verursacht bei mir Kosten. Wenn ich diese Kosten habe und der andere nicht, ist er am Markt vorteilhafter mit seinen Preisen und ich werde auf Dauer nicht mehr dort erfolgreich tätig sein können. Also diese Perspektive der Zeit, wie sie bei Karl von Karlowitz wieder deutlich geworden ist, findet sich sehr schnell wieder, dass man sagt, wir machen das nicht heute, sondern das kommt später. Wir verlagern Kosten auf Zukunft oder auf andere Regionen oder auf die Natur, wissend, dass die Natur natürlich eine gute Aufnahmefähigkeit hat, eine Assimilationskraft hat. Nur ist es immer schlimm, wenn du so einen Punkt kommst, wo diese Assimilationskraft erreicht ist und du es einmal umkippt. Das haben wir beim Klima erlebt. Wir sehen es bei jedem Fluss, wenn du da einiges Abwasser reinleitest, kannst du das nur vertragen. Wenn es zu viel wird, kippt der Fluss um und die Funktionen, die er hat, können nicht mehr erfüllt werden.
erinnere mich daran, ich war ja auch mal Umweltminister in Rheinland-Pfalz. Und in Rheinland-Pfalz liegt etwas oberhalb von Mainz in einer auch großen Stadt Ludwigshafen ein größeres mittelständisches Chemieunternehmen. Und wir hatten damals sehr viele Probleme mit der Einleitung von Abwasser in den Rhein. Sie erinnern sich vielleicht, die Älteren, an die Entwicklung bei Sandoz in der Schweiz. Alle Scheinwerfer der öffentlichen Interesse waren darauf gerichtet. Und wenn dann in Ludwigshafen mal wieder was eingeleitet wurde, was nicht reingehörte, und unser eins als junger, hoffentlich aufstrebender und engagierter Minister unruhig wurde, kam mein Abteilungsleiter Wasser immer zu mir, der auf den schönen Namen Sauerbrei hörte, Gott gebe Friede seinem Asche, und sagte zu mir: Herr Minister, bleiben Sie ganz ruhig, das vertut sich. Das ist genau der Punkt. Also du kannst auf die Natur abwälzen, weil sie es vertut. Deswegen ist sowas wie der große Fluss, der große Wasserkörper, ein Vorfluter, man achte auf den Namen, der genau diesen Vorteil hat, Kosten, die du eigentlich hättest bei der Reinigung, nicht bei dir zu haben, sondern der Natur zu überantworten. Das Problem ist nur, dass derjenige, der am Unterlauf des Flusses lebt, wenn sich mehreres nicht vertan hat, hat sich das in den Schlemmen etwa der Häfen von Rotterdam und Indies niedergeschlagen und du hast die Kosten dort. Also, nachhaltige Entwicklung wird in einer Welt mit 9 Milliarden Menschen, die alle Wohlstand haben wollen, die alle was zu essen, zu trinken haben wollen, die ein Dach über den Kopf brauchen, die sich anziehen wollen, die Perspektive für ihre Kinder haben wollen, die Mobilität haben wollen, halt das, was wir ganz selbstverständlich bei uns unterstellen, wird mit einer Mentalität, wir verschieben das auf morgen, nicht mehr bewältigbar. Das klappt nicht mehr. Wegwerfgesellschaft ist nicht eine Lösung für die Zukunft. Was eine Lösung ist, sind Kreislauflösungen. Das hörte sich am Anfang immer etwas sehr problematisch an. Möglicherweise haben Sie das in Ihren Häusern ja auch miterleben können. Wenn Sie wollen, steht vor Ihnen ja der grüne Punkt. Haben wir mal gemacht. Böse Menschen sagen immer, das sei nicht der grüne Punkt, sondern die Sache mit dem Gelben da, aber das erwähne ich nicht. Warum haben wir das gemacht? Wir haben es damals eigentlich gemacht, weil niemand mehr sich mit irgendeiner Abfallbeseitigungsanlage beschäftigen wollte. Irgendwo eine Deponie durchzusetzen, war keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung. Es gab massivste Probleme. Also haben wir gesagt, warum sollen wir immer linear sagen, einer erzeugt, einer verpackt, einer verkauft, einer verbraucht und einer ist für Abfall zuständig. Die vier anderen vorne machen alles, nur die sich Gedanken darüber, was passiert denn mit dem Ding, wenn es Abfall wird. Und dann haben wir gesagt, den Kreis schließen wir wieder. Der vorne produziert, muss wissen, das ist seine Angelegenheit noch. Und das hat eine dramatische Veränderung ergeben, die damals uns intensiv vorgehalten wurde. Wir machen nur die Kosten, die anderen haben die Kosten nicht, die haben Deponien, schmeißen das weg und wir haben auf einmal Kosten, weil wir die Kreisläufe haben. Und wir müssen dann, damit wir möglichst viel wiederverwerten können, getrennt sammeln. Kennen Sie sich das noch aus? Aber auch so eine Angelegenheit. Wissen Sie, wenn Sie in Deutschland sowas machen, haben Sie bis zur Verabschiedung der Verordnung massivste Proteste. Wenn Sie sie verabschiedet haben, wird Ruhe und wir fangen an und wissen Sie was? Wir machen's. Wir haben getrennt gesammelt, das war eine Weinefreude. Und urplötzlich kriegtest du da Riesenhaufen von gebrauchten Kunststoff und kein Mensch wusste, was machst du mit dem gebrauchten Kunststoff. Wir kriegen also technologische Entwicklung und siehe da, heute ist das einer der großen Vorteile des Industriestandorts Deutschland, nicht nur bei Kunststoff, sondern dass wir die Kreisläufe schließen können, bringt uns in einer Zeit, wo immer mehr Menschen Rohstoffe brauchen, eine deutlich bessere wirtschaftliche Situation. Wir haben also die Kreisläufe geschlossen, wir haben Verantwortung für Zukunft übernommen, Wegwerfgesellschaft ein Stück abgebaut. Also Nachhaltigkeit wird auf einmal sehr viel konkreter, sehr viel konkreter. Wie sieht das denn aus? Erwarten das die Menschen? Und ich sage dazu, natürlich erwarten sie es. Sie erwarten es zunehmend bei uns selber. In Deutschland. Wir beenden gerade in Berlin eine Enquete-Kommission über Wohlstand und Wachstum. Das Ergebnis wird nicht alle umschmeißen, die haben sich mehr untereinander gestritten, als dass sie gemeinsame Positionen erarbeitet haben.
Aber das gemeinsame Gefühl ist eindeutig, du kannst offenbar nicht mehr dich darauf verlassen, dass sowas wie das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, BIP, alleine ein Wohlstandsindikator ist, sondern du musst doch fragen, sind denn da Dinge hineingegangen, die so produziert worden sind, dass sie uns hinterher große Probleme im sozialen Zusammenhang oder in der ökologischen Stabilität bringen? Diese Überlegung ist immer breiter in unserer Gesellschaft vorhanden. Man will wissen, woher kommt so ein Produkt? Man will wissen, was ist das für ein Abfall? Ist das eine Problematik, die uns noch lange begleiten wird? Oder ist das gelöst? Sie werden also von dieser Entwicklung, ob Sie das wollen oder nicht, auf jeden Fall von Ihren Kunden eingeholt. Darüber zu arbeiten, ist die neue Anforderung an überzeugende Angebote an die Kunden. Du sagen kannst, wir haben hier diese Kreisläufe schließen können, wir werfen nicht weg und wegwerfen im breitesten Sinne des Wortes. Das ist nicht nur die Verpackung, das soll man auch nicht wegwerfen. Es ist ja bitter, dass Fastenzeit ist. So kannst du nur Wasser trinken, das ist bitter. Ja, ich weiß nicht, also die gelacht haben, wissen wahrscheinlich, darin besteht die Tatsache, dass du 48 Tage kein Alkohol trinkst. Das ist eine harte Sache. Ich kann nur sagen, ich bin am Tag 15, denke ich noch daran. Vielleicht bei 30 denke ich nicht mehr dran. Also, diese Frage der Nachhaltigkeit, nicht mehr linear zu denken, nicht mehr zu sagen, das können wir auf neue Rechnung vortragen, das überantworten wir der Natur, das können andere in anderen Regionen dieser Welt bezahlen, wird ein entscheidendes Kriterium für die Qualität eines Produktes sein. Jedes Produktes. Und wir sehen, dass wir überall zunehmend die Frage haben, wie gehen wir mit der Transparenz dabei um? Und solche Probleme, wie die wir im Lebensmittelbereich jetzt wieder mitsehen können, werden alles dies noch deutlich vorantreiben. Dass die Bürgerinnen und Bürger wissen wollen, was ist das denn für ein Produkt? Was steht denn da in der Lieferkette dahinter? Wie sieht denn das aus in dem, was danach kommt? Belasten wir mehr? Das hat ja auch etwas zu tun, meine Damen und Herren, mit der eigenen Rückfrage an Verantwortung. Machen wir uns da nichts vor, selbst die, die da den Eindruck erwecken, sie seien ganz cool und das ginge sie gar nichts an. Im Kern haben wir alle die Meinung, wir sollten uns möglichst so verhalten, dass mit diesen Konsequenzen nicht anderes in Frage gestellt wird, was an anderer Stelle zur anderen Zeit passiert. Also, Nachhaltigkeit kommt in dieser konkreten Beweisführung in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und sagen Sie nicht, das ist wiederum so eine besondere Qualität eines Landes wie Deutschland, das auf guten Wohlstand blicken kann und von daher gesehen sich, wenn Sie so wollen, diesen Luxus erlaubt. Machen Sie den Fehler nicht. Ich habe nun wirklich keinen Nachholbedarf in internationaler Betrachtung. Und wir haben dieses Image auch mit aufgebaut, dass wir das einigermaßen glaubwürdig haben. Und das ist für viele, auch außerhalb Deutschlands, zunehmend ein Argument zu sagen, wo gehe ich denn dahin? Was sind denn die Konsequenzen meines Tuns? Sich zu fragen, können wir die Emissionsprobleme der Energieversorgung besser lösen, als wir sie bisher gehabt haben, ist eine wichtige Fragestellung. Ich will hier keine Ausführungen über die Energiewende sagen, das wird sicherlich Herr Altmaier heute Morgen gemacht haben. Aber ich bin mir im Eins im Klaren, ein wichtiger Grund dafür, dass Menschen sich mit so etwas wie der Kernenergie nicht auf Dauer anfreunden können, liegt auch darin, dass sie sagen, wir hinterlassen aber etwas, was andere dann sehr, sehr lange belastet. Wir lassen uns von denen, die danach kommen, heute unseren Wohlstand subventionieren und das ist ethisch nicht verantwortlich.
Ich habe das jedenfalls zunehmend als eine ganz große Herausforderung gesehen. Und wir können das an vielen anderen Stellen ganz genauso aufgreifen. Also, wie schließen wir diese Kreisläufe? Wie können wir dazu beitragen, dass das, was wir belastend haben, vermindert, minimiert oder kompensiert werden kann? Ich war einmal verantwortlich mit, auch mit der DBU nebenbei, für das Green Goal bei der deutschen Fußball-Weltmeisterschaft damals. Und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich keinen schweren Arm gehabt habe. Kann ich die Nummer machen. Diese Überlegung Green Goal ist ein Exportartikel geworden. Das haben die Österreicher und Schweizer hinterher bei der Europameisterschaft sehr genau mit aufgegriffen. Und ich bin jetzt eingeladen, nach Brasilien mitzumachen, dass dort auch ein Green Goal ist. Ich glaube, die Deutsche Bundesstelle für Umwelt ist da auch mit dabei. Es gibt keine Bewerbung für Olympischen Spiele, ohne dass du nicht ein überzeugendes Konzept vorlegen kannst, genau für diese Fragestellung. Mein Nachfolger im Amt bei UNEP, Achim Steiner, hat das intensiv für Peking gemacht. Wir waren damals sehr beteiligt an den Winterolympischen Spielen in Turin und vieles mehr. Also es ist eine globale Fragestellung, wie können wir im Energiebereich vermeiden, dass durch diese Organisation der Spiele oder anderer Veranstaltungen eine zusätzliche Belastung des Klimas durch die Emission von CO2 entstehen, können wir das nicht kompensieren. Nebenbei von den anreisenden Nationen damals zur deutschen Fußball-Weltmeisterschaft hat nur ein Land seine Anreise selbst kompensiert und das war Costa Rica. Alle anderen nicht, damit Sie auch mal sehen, welche unterschiedlichen Bewertungen da sind. Wir haben da viel dabei gemacht. Das ist eine Ebene, von der ich sage, sie ist global so bedeutsam, auch deswegen, weil diese Notwendigkeit zur Schließung, zur Verminderung von CO2-Kreisläufen dazu kommt, dass wir uns auch darüber Gedanken machen, welche anderen Techniken können wir dafür anwenden, die dann besser geeignet sind dafür. Wenn ich nach der deutschen Energiewende und ihrer Bedeutung gefragt werde, sage ich auch, dass das für uns wichtig ist, aber mindestens so wichtig, aus meiner Sicht deutlich wichtiger ist es, dass wir damit eine Energieerzeugungstechnik ausarbeiten können und kostenmäßig so weit runter fördern können, dass sie auch in anderen Teilen dieser Welt genutzt werden können und damit wirtschaftliche Entwicklung dort ermöglichen und uns gute Märkte für diese Produkte sichert. Also Energie. Genau dasselbe in dem breiten Bereich der im engeren Sinne Abfälle. Dass wir bei uns diese Kreislaufwirtschaft gemacht haben, ist eine gute Begründung und eine gute Ausgangsposition dafür, dass wir dies auch so weiterführen können. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie einmal erleben konnten, wie ein Stadion nach einem Fußballspiel aussieht, wenn die Menschen, die da gejubelt und protestiert haben, nach Hause gegangen sind. Sieht nach wie vor aus wie eine Müllentsorgungsanlage. Können wir das nicht verändern, indem wir wirklich deutlich machen, wir sind auf dem Weg, dass wir die Ressourcen, die wir für 9 Milliarden Menschen einmal brauchen, so nutzen, dass wir sie mehrmals nutzen, dass wir dadurch einen Entwicklungseffekt bekommen, der uns selbst wirtschaftliche Stabilität ermöglicht und anderen auch. Das gilt also für die gesamte Breite des Wassers genauso. Ich brauche Ihnen das ja nicht zu sagen, denn wenn ich richtig weiß, haben Sie dafür schon Preise verliehen. Was meine Aufgabe ist, so sehe ich sie jedenfalls, ist, dass wir aus der Lehrformel Nachhaltigkeit alles dran setzen müssen, dass wir sie mit Inhalt füllen. Dass uns nicht jemand sagt, da haben Sie so eine schöne Begrifflichkeit drüber gesetzt, die ist auch noch übersetzbar in Sustainable Development oder L'économie durable, wie die Franzosen es nennen, sondern es ist etwas, was Inhalt ist und was dazu beiträgt, das Leben auf diesem Planeten auf Dauer auch für viele andere noch möglich zu machen.
Wenn wir dahin kommen, ist die Lehrformel sehr schnell ein sehr gut aufgefülltes Angebot an unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger, die diese Kongresse besuchen und die Tagungen besuchen, die sie mitbringen, die man auch einbinden kann in diese Organisation. Und sie ist ein Leitfaden für das, was wir im investiven Bereich zu tun haben, damit wir einen neuen, erkennbaren Zukunftsweg gehen können. Wenn anderes nicht mehr allein für Deutschland spricht, das spricht ganz sicherlich noch für Deutschland und das kann noch weiter ausgebaut werden. Wenn wir anbieten können, bei uns sind die Energiefragen so gelöst, dass wir eine CO2-freie Veranstaltung immer gewährleisten können, ohne dass wir hinterher gefragt werden, ist denn das wirklich wahr oder ist das nur ein vorgegebener Satz? Und das sei hinzugefügt, meine Damen und Herren. Ich warne dringlichst davor, dass wir so etwas wie ein Green Painting machen. So schöne Worte machen und wenn du etwas nahe reingehst, siehst du auf einmal, dass Substanz nicht dahinter ist. Es hat ganze Industrieunternehmen gegeben, die das versucht haben und die darunter massiv hinterher gelitten haben, weil sie ihre Glaubwürdigkeit verloren haben und dadurch eine breiten negativen Auswirkung auf ihre Produktionspalette damit verbunden gewesen ist. Also wenn Sie so etwas nennen, wenn Sie sagen, wir sind nachhaltig, dann muss es auch belegbar sein. Dann sollten Sie es von sich aus, von vornherein sehr klar, sehr deutlich, konkret benennen, damit nicht der Eindruck entsteht, hier wird nur einer modischen Vokabel gefolgt und etwas gesagt, was man gerne hört, sondern dass man wirklich darauf aufmerksam machen kann, hier sind wir wirklich bewusst in eine andere Ebene hineingegangen. Also nicht Lehrformel, nicht Beweise sind nicht erforderlich. Jawohl, Beweise sind erforderlich. Und ich finde es gut, wenn Sie da hinkommen und sagen, können wir das nicht auch in dem Verband, in unseren eigenen Reihen so harmonisieren, dass mit einer entsprechenden Kennzeichnung jeder weiß, das ist eine verlässliche Angelegenheit. Und die werden sehen, dass immer mehr Veranstalter so etwas als einen ganz wichtigen Punkt in ihren eigenen Entscheidungsvorgängen sehen. Wir haben das auf ganz anderen Gebieten deutlich gesehen. Die Amerikaner haben als Erste angefangen, so etwas wie Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und deren Bauten zu machen. Heute ist das Platinum-Siegel der Ausweis für eine Energie, besonders bewusste Bauform. Wir haben das versucht, wir haben so ein Buch gemacht, nicht wir selbst, sondern in Deutschland, die Wirkungen sind vergleichsweise gering. Wir müssen das zusammenfassen können, wir müssen es glaubwürdig machen können und wir müssen es umso glaubwürdiger haben, je mehr sich damit verbinden und wissen, wenn wir das nicht bestätigen können, ist der Schaden für uns alle groß, sodass man wechselseitig daran mitarbeiten kann. Ich hoffe sehr, dass in dem Sinne auch das Green in diesem Kongress mehr ist als nur ein Hinweis, auch wir sind dort angekommen, wo die Gesellschaft eigentlich schon ist. Es ist auch wichtig, dass wir uns nicht nur beschäftigen mit den Fragen, was ist mit CO2, was ist mit Wasser, was ist mit Abfällen, sondern dass wir uns fragen, wie sieht es aus mit unseren sozialen Qualitäten? Nachhaltigkeit hat auch damit sehr, sehr viel zu tun. Und es ist besorgniserregend, dass das eigentlich etwas vergessen wird. Es ist eine schwierige Situation auch bei uns in unserem Land. Sie wissen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, die Stabilität unserer Gesellschaft nicht steigt, sondern eher abnimmt. Alles dies sollten wir auch mit bedenken, dass wir deutlich machen können in unserem Angebot, das ist doch etwas, was die sozialen Kriterien, die wir haben, erfüllen. Das muss auch mit in diese Kennzeichnung hinein. Ich habe selbst daran mitgearbeitet, dass wir den Global Compact einmal entwickelt haben und haben genau diese drei Felder aufgegriffen. Alles dies also Voraussetzung dafür,
dass wir eine wichtige Etappe weitergehen in der Absicherung des Standortes Deutschland als das führende Land für Kongresse und Tagungen, als das Land, das das Image Deutschlands in dieser Welt wesentlich mitprägt. Und es sollte ein Image sein, das zeigt, dass wir mit verantwortungsvoller Art mit Umwelt und sozialen Stabilitäten umgehen und dass wir, auch weil wir das so beachten, eine gute ökonomische Zukunft behalten. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ja, schönen Dank, Klaus Töpfer. Das stimmt schon. Also die Last mit dem Begriff Nachhaltigkeit ist bei uns in der Berichterstattung auch. Eins der eklatantesten Beispiele war mal ein damaliger Bundesfinanzminister, der jetzt Kanzlerkandidat ist, der hat tatsächlich den Bundeshaushalt als nachhaltig bezeichnet. Das war schon echter Hammer, fand ich jedenfalls damals. Na gut, Kreislaufe schließen, ein ganz dickes Thema, ist heute Megatrend. Damals war es eine Art Experiment, hast du ja erzählt. Heute wird überall versucht, werden die Rohstoffe wieder rausgeholt. Elektronikschrott ist auch noch ein Riesenbeispiel. Da stecken Milliarden drin, was man alles noch machen kann. Ein Megatrend. Hat das Großprojekt Green Meetings das Zeug zum Megatrend, auch international, im internationalen Vergleich? Kommen wir dahin? Also ich habe ja versucht, darauf hinzuweisen, dass Sie von Ihren Kunden dazu gebracht werden. Und das ist immer gut, wenn man dann ein Angebot in der Tasche hat, wenn man auch schon vorangegangen ist. Das ist, glaube ich, Klugheit. Und das sollte man tun. Ich würde es auch tun, wenn ich wüsste, in den nächsten 2, 3, 4 oder 5 oder 10 Jahren ist das noch nicht der Megatrend. Aber ich gehe mit wirklicher Sicherheit davon aus, dass es dieser Megatrend insgesamt ist. Nicht nur Green Meetings, sondern verantwortungsvolle, nachhaltige Verhaltensweisen, Produkte, Produktionsprozesse, Konsum. Dies ist einfach nicht zu umgehen. Von daher würde ich sagen, wer dort hinterherläuft, der sammelt eigentlich nicht die attraktiven Kongresse und Tagungen auf, sondern nur das, was aus welchen Gründen auch immer auf sowas nicht Rücksicht nimmt. Und das sind immer weniger. Jedenfalls für uns auch bei den Vereinten Nationen war es eindeutig so, dass wir uns natürlich sehr genau überlegt haben, wo können wir hingehen. Das ist in der Zwischenzeit noch stärker geworden, muss natürlich immer wieder ausgeglichen sein, denn ich kann nicht immer nur in die Hochburgen der Nachhaltigkeit gehen, sondern muss in andere hineingehen und das mit einbringen. Ich könnte Dutzende von Beispielen sagen, wobei ich auch zu den Kongressen insgesamt noch sagen möchte, meine Damen und Herren, natürlich, wenn du so ein alter Schlachtdross bist, wie man es ist, hast du auch gelernt, dass die Zahl der Teilnehmer an einem Kongress im Allgemeinen negativ korreliert mit den Ergebnissen dieses Kongresses. Also je mehr Teilnehmer, umso weniger die Ergebnisse. Da muss man aber Ergebnisse ein bisschen genauer definieren. Ich habe auch gesehen, dass diese großen Konferenzen, die hinterher zerrissen wurden von den Ergebnissen, in der Frage, wie kommen Menschen zusammen, wie gibt es neue Netzwerke, wie wird das dann hinterher zu Hause auch mit eingesetzt, um bessere Argumente zu haben gegen diejenigen, die noch nicht so weit gegangen sind, bedeutsam sind. Also die Tatsache, dass ein Kongress Menschen zusammenbringt als solches, ist schon ein Ziel in sich. Dass das nicht reicht, möchte ich unterstreichen. Aber deswegen zu sagen, die kommen doch eh nur zusammen und reden und gehen wieder nach Hause, das ist mir zu wenig. Ich sage auch dazu, ich gehe jetzt wieder zur nächsten Klimakonferenz, wenn wir was anbieten können, wie andere Länder, die Energie brauchen, diese bekommen können, ohne dass sie das Klima belasten. Müssen wir erfinden, erfinden andere nicht. Das ist meine zusätzliche Meinung dazu. Wenn es denn so ist, haben wir trotzdem einen Konferenz- und Kongressmarkt und es gibt viele, da steuert sich über den Preis. Was würdest du sagen, ist sozusagen der Mehrwert, wenn einer sagt, ich mache eine grüne Konferenz, eine ehrlich gemeinte grüne Konferenz, wie kommuniziere ich eigentlich den Mehrwert an eine Kundschaft, die sich möglicherweise noch nie mit dem Guten von Karlowitz beschäftigt hat? Wer hat sich damit schon beschäftigt? Ich wollte ja mal was Neues dazu gesagt haben. Nein, jetzt aber ganz im Ernst dazu. Jede dieser
Begründungen, die ich genannt habe, warum Deutschland diese Position weltweit hat. Alleine trägt es nicht, sondern sie wird immer weiter ausgearbeitet. Ich bin sehr sicher, dass die geschichtliche Entwicklung Deutschlands, auch die Lage in Europa dazu beigetragen hat, dass wir sehr viele solche, naja, Traditionen entwickelt haben. Das geht ja auch in den gesamten Messestandorte. Hätte die Welt insgesamt so viel Messestandort prozentual, wie wir es in Deutschland hatten, wäre es ja kaum erträglich. Es gibt ja außerordentlich viele Messestandorte hier. Wiederum ein Tatbestand, der sich aus den Verkehrsmöglichkeiten damals sehr deutlich ableitete. Also diese tragen bis zum heutigen Tag, aber sie müssen ergänzt werden. Du musst sie reinbringen. Und ich kann auch nur sagen, wenn jemand kommt und aus diesen Gründen sagt, mach das nicht, denn es wird billiger. Ich weiß, schwer genug ist es, aber dann sagen sie, dann geh woanders hin. Wenn Sie konsequent dabei bleiben, werden Sie daraus eine gute Return on Investment haben. Ich sehe nicht einen Entwicklungsbereich, geh in den gesamten Sportbereich hinein, geh in den ganzen Modebereich hinein, geh in den Bereich von Filmen und so weiter hinein. Wir haben gerade die Berlinale in Berlin hinter uns gehabt. Also dort wird geradezu Nachhaltigkeit zelebriert, was auch immer das da wieder ist. Jedenfalls, es zahlt sich aus. Ob es bei jedem angekommen ist, ist eine offene Frage. Aber Sie sollten schon die Dachmarke sein. Sie sollten auch sagen, wer hierher kommt, der kommt in die Qualitätsstufe 1. Und die Qualitätsstufe 1 ist möglicherweise auf den ersten Blick etwas teurer. Wenn du genauer hinblickst, ist es nicht der Fall. Denn die ganzen indirekten zusätzlichen Kosten, die an anderer Stelle entstehen, sind da gar nicht drin. Wer einmal in Delhi gelandet ist und dort abgeflogen ist, weiß, er hat erhebliche zusätzliche Kosten, die möglicherweise im Kongressangebot nicht enthalten sind. Klaus, vielen Dank, dass du hier warst. Keine Videoleitung, sondern echt im Saal. Dafür herzliches Dankeschön. Und meine Damen und Herren, ich hoffe, dass sich die Ausführungen von Klaus Töpfer bei Ihnen nicht so schnell vertun, wie der Kollege Sauerbrei seinerzeit gesagt hat. Herzlichen Dank, gute Weiterreise, gute Heimfahrt. Tschüss, mach's gut. So, meine Damen und Herren, wir sind auf der Zielgeraden dieser zweiten Green Meetings Konferenz angekommen. Ich habe hier ein bisschen Papier bekommen, so ein paar Rückmeldungen aus den Workshops. Das trage ich Ihnen nochmal schnell vor. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal, also verzeihen Sie, wenn es jetzt nicht so wohlfeil formuliert ist. Also in Workshop Green Goal heißt es von Christina Wulff, Eurogress Aachen. Quintessenz ist, dass sowohl der DFB sein Umweltkonzept in der Öffentlichkeit kommuniziert hat, es noch nicht so angekommen ist. Nur 34% der Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, obwohl es entsprechende Angebote gab. Dann haben wir festgestellt, dass der Veranstalter nicht immer Einfluss drauf nehmen kann, in den Stadien das umzusetzen. Okay. Trotzdem hat der DFB einen Prozess begonnen, das Thema Nachhaltigkeit auch künftig zu verfolgen. Offenbar wird das dann gut gesehen. Das Seminar Nachhaltiges Menu Engineering, obwohl es schon Anbieter für nachhaltiges Catering gibt, muss der Kunde dennoch sehr darauf achten, dass es wirklich nachhaltig ist. Siehe Klaus Töpfer, der es gerade ausgeführt hat. Allgemeines Statement zur Konferenz. Es ist festzustellen, dass die Sensibilität und das Interesse für Nachhaltigkeit deutlich gestiegen sind. Dennoch befinden wir uns noch am Anfang dieses Prozesses. Nach der Erfahrung der Konferenz, meint dieser Teilnehmer, befinden wir uns aber auf einem sehr guten Weg. So, was haben wir noch? Der Herr Schreiber von der Deutschen Bahn hat zu Papier gegeben, Workshop, wie Sie die Ökobilanz Ihrer Veranstaltung deutlich verbessern können. Fand er sehr informativ. Ein paar Hard Facts. Bis 2020 plant die Deutsche Bahn 20% ihres CO2-Aufkommens zu reduzieren. Dabei setzt sie auf Strom aus Wind und Wasserkraft. So, was haben wir noch? Super Session, das war, weiß gar nicht, welche Session steht da nicht drin, interessanter Content und so weiter. Das Kochen als Konferenzformat ist gut angekommen. CO2-Menü auf der Green Meetings und Events Konferenz, schöne Idee.
So, was haben wir noch? Twitter, ganz viel. Schöne, motivierende Beispiele für Unternehmen, die ihr Produkt und ihre idealistischen Idee leben. Nachhaltigkeit ist Leidenschaft. Ja, das kann man wohl auch sagen. Und was haben wir noch Schönes? So, Zertifizierung darf kein Marketing-Tool sein, sondern muss selbstverständlich sein und auch ehrlich, ergänze ich mal. Und Wacken-Veranstalter zeigt, wie nachhaltiges Engagement aussieht, eben mit der Region und in der Region Lösungen entwickeln. Dann gibt es noch ein paar nette Bemerkungen über den gestrigen Abend, Gunther, aber das lese ich jetzt nicht im Detail vor. Vielen Dank dafür. Noch etwas kommt hinzu, meine Damen und Herren, das darf ich Ihnen noch mitteilen. Diesmal wurde auf Referentengeschenke bewusst verzichtet. Stattdessen gibt es eine Spende an die Gutenberg-Schule hier in Darmstadt, nämlich am Fuß der Burg Frankenstein hat man dort eine Kinderrechtstreppe eingerichtet. Jede der 10 Stufen steht für ein Kinderrecht und die Klasse 6b hatte diese Idee, denn die Gutenberg-Schule ist Modellschule für Kinderrechte. Was alles gibt, na gut. Mit einer Spende von 500 Euro wird nun dieses Projekt aus dieser Konferenz heraus unterstützt. Nachhaltigkeit und Soziales gehören eben zusammen. Wir haben es ja gerade noch mal gehört. Dafür herzlichen Dank und ich sage einfach mal, weitere Spenden werden noch gerne für dieses Projekt entgegengenommen. Stimmt doch, Herr Schulze, oder? Dann kommt mal nach oben. Herr Schulze und Herr König, darf ich Sie beide noch mal bitten. Erstmal besten Dank und Applaus für die Spendenidee. So, jetzt eingerahmt von beiden Veranstaltern, ganz schnell das persönliche Fazit. Wer mag anfangen? Wie haben Sie es gesehen, Herr König? Ja, also ich glaube, der zweite Aufschlag hat das erfüllt, was wir uns erwartet hatten, nämlich eine Steigerung zum ersten Aufschlag. Ich denke, wir haben an vielen Stellen das fortgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Für mich natürlich ein besonderes Highlight, dass es uns gelungen ist, das Konzept unserer Awards umzusetzen. Nicht aus persönlicher, hauptamtlicher Betroffenheit, sondern aus der konzeptionellen Richtung. Ich denke, diese Idee, dass wir über die beiden Formate, die wir spielen wollen, die Awards oben drüber setzen und die Premiere, die sehr gelungen war, ist ein richtiges Highlight. Das zweite Highlight für mich persönlich auch, weil in Aktion habe ich das Darmstadion nicht erlebt, ist das Haus. Das hat beeindruckt, das war toll, das war ein gutes Ambiente. Da wir ja zwar kollegial verbunden im Verband sind, sage ich mal so, als Wettbewerber leider gut. Und ich denke, das ist auch ein Eindruck, der bleiben wird. Das so meine persönlichen spontanen Eindrücke. Okay, Herr Schulze. Ja. Für mich waren die Highlights im Vergleich zum letzten Mal, dass sich die Konferenz weiterentwickelt hat, dass wir thematisch tiefer eingestiegen sind, dass wir konkreter geworden sind und auch Maßnahmen an den Tag legen, die dann hoffentlich beweisen, um bei dem Beispiel von Professor Töpfer zu werden, wir als Zivilisten müssen beweisen, dass wir nachhaltig agieren und handeln wollen. Deshalb kann ich nur noch mal empfehlen, sich dem Nachhaltigkeitskodex anzuschließen, der ja auch auf Grundlage des UN Global Compact entwickelt wurde und somit eine Möglichkeit gibt, zu beweisen und transparent zu machen, dass man sich nachhaltig engagiert, und zwar in allen drei Bereichen. Das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Hängen geblieben ist auch noch bei mir, dass wir neue Formate gewagt haben. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende. Wir müssen vielleicht noch mehr wagen, aber Kochen auf der Bühne und dabei zu diskutieren, das hat mir schon sehr gut gefallen. Da würde ich gern einsteigen, ergänzend und das einfach nochmal in die Debatte werfen. Das habe ich von den einen oder anderen Teilnehmern gehört, dass ja die Green Meetings Konferenz hier so eine Art Dachkonferenz ist, ja, wo ja lauter Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Branche sind. Deswegen war einfach die Frage, noch mehr Mut zum Experimentieren, noch mal ja, fast schon aberwitzige Formate einfach ausprobieren. Auch wenn es schief geht, macht eigentlich nichts auf so einer Green Meetings Konferenz. Plus die Idee, junge Leute ranzuholen, zum Beispiel Leute, die gerade Marketing oder irgendwie verwandte Fächer studieren und die mal eine Session machen lassen. Lass die mal machen und dann gucken wir uns das an und vielleicht sind da jede Menge Impulse drin. Wäre das möglich, eine Idee für 2015? Ich glaube schon, denn ich glaube, wir haben auch schon intern drüber gesprochen. Das muss, glaube ich, auch die zukünftige Herausforderung sein und noch ein bisschen mehr Mut haben auf unserer Seite, sich das zu trauen, so wie Sie es angesprochen haben. Ich glaube, Matthias Schulz hat auch vorbereitet, die Evaluierung diesmal zu ergänzen, um eine noch viel intensivere Vorschlagsebene, also nicht nur zu fragen, wie war es denn und nicht nur zu fragen, was soll besser werden, sondern es ein bisschen konkreter zu machen. Und an der Stelle auch nochmal der Appell an alle,
die hier sind, denn wir machen diesen Kongress ja gemeinsam. Das ist zwar jetzt so, dass die beiden Verbände das machen und in Person sind es halt wir zwei, aber wir machen es miteinander. Nehmt alle die Chance wahr und gebt uns die Hinweise in der Evaluierung, auch in persönlichen Gesprächen. Ich denke, das ist ein guter Hinweis. Wir müssen da noch eine Portion mutiger werden und ich denke, das muss auch der Schritt in 2 Jahren sein, damit es auch ein Entwicklungsprozess ist, der auch nach vorne geht. Vielleicht sollte man zwischendurch so eine Art im kleineren Kreis eine Input-Konferenz machen, so auf halber Strecke, einfach mal 10 Leute, die Lust haben, mit zu brainstormen, mal nach Frankfurt schicken oder so. Wäre auch eine Idee. Ja, wunderbar. Also ich glaube, das leitet ja auch schon über, quasi, wo werden wir und wann werden wir uns wieder treffen. Also ich denke, wir nehmen mit für die Zukunft und für die nächste Green Meetings and Events Konferenz, dass wir auch hier wieder nicht stehen bleiben werden und stehen bleiben wollen, sondern dass wir uns dahin entwickeln, neue Formate auszuprobieren, dass wir uns auch internationalisieren wollen. Es gibt viele andere Länder, die sich tolle Maßnahmen in diesem Bereich auch entwickeln. Wir wollen auch mehr Teilnehmer aus dem Ausland einladen, zukünftig nach Deutschland zu kommen, um an diesem Thema mitzudiskutieren, um somit auch diese Rolle weiter auszubauen. Also ich glaube, da ist viel Musik drin fürs nächste Mal und zum Glück sind es ja 2 Jahre, die uns Zeit sind, das Ganze vorzubereiten. Da werden wir dran bleiben. So, zum guten Schluss, sollte ich Sie an etwas erinnern? Wissen Sie noch? Stimmt, ja. Das will ich auf keinen Fall vergessen haben. Danke, Herr Angres. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen persönlich bedanken. Das habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie mir das sagen sollen. Aber das habe ich für mich behalten. Also ich möchte mich bei Ihnen persönlich bedanken. Es war eine tolle Moderation und Sie haben uns wirklich, sind eine große Stütze und wir freuen uns schon hoffentlich dann auch das nächste Mal. Vielen Dank. So, dann. Ja, aber das, ich will noch was anderes sagen. Was anderes kommt auch noch. Ich wollte mich auch noch bedanken, natürlich bei Lars Wöhler und dem Team hier vom Darmstadtium. Das war eine tolle Leistung und alles hat perfekt funktioniert. Also ganz, ganz großes Dankeschön. Schön, dass wir solche Partner haben in unseren Verbänden. Vielen Dank. Und so eine Konferenz geht natürlich nicht ohne Partner, ohne Sponsoren, auch denen herzlichen Dank, ganz wichtig, der Fachbeirat, der uns inhaltlich auch immer ein bisschen getrieben hat und auch schon Anregungen gemacht hat, holt Studenten rein etc., das werden wir dann im Detail noch diskutieren und natürlich auch an Martina Nesper, die Projektleiterin bei mir aus dem Team, die mit den Kollegen alles hier gemanagt hat, auch da ganz großes Dankeschön, hat super geklappt, vielen Dank. Ja? Gut. Ja, und weil ihn ja sonst keiner lobt und weil die Aufgabenteilung bei der Veranstaltung aus meiner Sicht ideal ist, ich mache das ehrenamtlich und darf repräsentieren, Matthias Schulze darf arbeiten, auch ein herzliches Dankeschön an Matthias Schulze. Wir haben die Strukturen so geschaffen, dass bei ihm und dem GCB die Hauptarbeit gelandet ist, unterstützt vom EVVC und unserem Team, vom EVVC, bei dem ich mich an der Stelle auch gern bedanken möchte. Aber Matthias, danke an dich für die echte Kernerarbeit und die gelungene Konferenz. Und auch nochmal, weil ich es als Highlight empfunden habe, für die Wortverleihung. Da waren Sie mit Ihrem Kollegen Dr. Thiersch da. Ich glaube, die Premiere hat deswegen so toll geklappt, weil Sie die Premiere als Erstveranstaltung so vermitteln konnten, dass man gemerkt hat, es ist die Premiere. Aber es war eine runde Stimmung, es war toll. Und ich glaube, das war der wesentliche Aspekt, der uns auch dieses Thema hat erfolgreich und auch wirklich zukunftsweisend hat bewältigen lassen. Herzlichen Dank dafür. So, das letzte war die bis jetzt netteste Beschreibung für ein relatives Chaos gestern Abend. Vielen Dank dafür. Ja, schönen Dank an Sie beide. Darf ich Sie wieder bitten, Platz zu nehmen? Wir machen noch einen ganz kleinen Ausblick auf 2015. Dann geht es nämlich weiter im dann nagelneuen Konferenzcenter CAP Europa in Frankfurt. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon jetzt. Claudia Delius-Fischer, Leiterin Kongress Frankfurt und Sascha Wenzler vom New Business Venue Messe Frankfurt sind hier. Darf ich Sie auf die Bühne bitten? Kommen Sie. Hallo. So, jeder kriegt schnell ein Mikro. Und wir sind ganz neugierig. Das Ding ist ja noch im Bau. Ich habe vorhin zufällig in der Mittagspause erfahren, Sie sind sogar vor der Zeit unglaublich. Vorhin hat Klaus Töpfer gesagt, Großprojekte in Deutschland funktionieren nicht mehr. Nun ist es nicht ganz so groß wie der Berliner Flughafen. Aber immerhin, was erwartet uns 2015? Auf was können wir uns einstellen? Ja, ich spreche mal so ein bisschen aus Sicht der Projektentwicklung und aus Sicht der Budget- und Zeitplanung. Und Herr Töpfer hat es vorhin sehr schön gesagt, vordenken, vorweggehen, Inhalte schaffen, mit Inhalten füllen und weniger Greenwashing oder Green Painting
betreiben. Und ja, wir haben uns jahrelang mit Projektierung, mit Planung, mit Entwürfen, mit Skizzen, mit Skizzierungen nicht rumgeschlagen, aber intensiv entwickelt. Wir haben uns sehr frühzeitig in der Planung für das neue Kongressgebäude dafür entschieden, es nachhaltig zu entwickeln und auch nachhaltig zertifizieren zu lassen. Und auch da sind wir sehr schön auf einem guten Weg. Wir haben über viele Jahre die Entwicklung von dem Zertifizierungssystem nach DGNB-Standard mitgetragen, mitentwickelt. Und von dem her freuen wir uns ganz besonders, dass wir auch hier heute in einem Gebäude sein können. Und hier an dieser Stelle auch nochmal Gratulation an Herrn Wöhler und sein Gebäude hier als Gastgeber und Hausherren, dass mehr und mehr das Zertifizierungssystem fürs Gebäude nach DGNB Einzug in die Branche erhält, als neuer Gebäudetyp. Den Weg wollen wir weiterverfolgen. Wir wollen nach wie vor im Zeitplan bleiben, dass meine Kollegin Claudia auch rechtzeitig in das Gebäude ziehen kann und mit dem Gebäude arbeiten kann, das Leben ins Gebäude zieht. Sieht ja gut aus im Moment. Gell? Das Leben beginnt nächste Woche, schon fast. Mhm. Also nächste Woche haben wir Richtfest. Okay. Wir sind tatsächlich die Investoren, die Bauherren, die Bauleute sind im Zeitplan. Und wir hoffen, dass wir so nächstes Jahr im Sommer beginnen, sodass wir, wenn wir dann im Februar 2015 uns wieder treffen in dieser Runde, hoffentlich mit ganz vielen neuen Aspekten, denn das war jetzt schon extrem spannend im Vergleich zu 2011. Wenn wir uns dann wieder treffen, dann haben wir auch ein paar Monate der Erfahrung auf dem Puckel und ich bin sehr gespannt, was wir Ihnen dann alles erzählen können, wie es sich anfühlt, wie ein zertifiziertes Gebäude lebt, wenn man eben innen drin auch das Thema lebt. Das ist das, was jetzt noch die Herausforderung der nächsten Monate und der nächsten anderthalb Jahre oder zwei Jahre sein wird, nachdem die Arbeit der Bauleute getan ist, wie machen wir es als Team dann auch zu einem wirklich überzeugenden grünen Gebäude? So ein bisschen vorgucken können wir jetzt schon. Es gibt einen kurzen Film, der die Aktivitäten beschreibt und den schauen wir uns jetzt bitte mal an. Thank you.
der Ausblick auf 2015. Computergrafiken werden auch immer besser, kann man bei der Gelegenheit nur feststellen. Ich reserviere mir im Geiste einen Platz auf der Außenterrasse für einen Cappuccino oder sowas in der Art. Was wird denn die erste Eröffnungsveranstaltung sein? Das erste echt gebuchte Programm. Wissen Sie das schon? Es gibt so eine Art inoffizielles, erstes echt gebuchtes Programm. Ihre eigene Eröffnungsveranstaltung wahrscheinlich. Nein, nicht ganz, aber die von einem der Investoren und Projektentwicklungspartner von der ECE Hamburg, die im Februar nächsten Jahres ihre Führungskräftetagung im neuen Gebäude abhalten wird. Und das ist die beste Herausforderung, denn der Zeitdruck wird von Ihnen selber gemacht. Genial. Wir übernehmen dann hinterher, wenn alles fertig ist. Wunderbar. Gut, dann sage ich Ihnen herzlichen Dank, dass Sie hier waren und schon mal den kleinen Ausblick mit uns gewagt haben. Und wir freuen uns einfach auf 2015 und drücken alle Daumen, dass der Bau weiter so flott vorangeht und alles rechtzeitig fertig wird. Schönen Dank. Herzlich wir freuen uns auf Sie. Dankeschön. So, Gott dahin. So, das war sie, die zweite Green Meetings und Events-Konferenz 2013, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen, dass Sie so engagiert mitgemacht haben. Hoffe natürlich, dass Sie mit sehr vielen Anregungen und neuen Ideen nach Hause fahren, eigene Konferenzen gestalten, vielleicht ein völlig neues Verhältnis mit Ihren Kunden entwickeln können. Das wäre schön und ich wünsche jetzt schon viel Spaß beim Planen der nächsten Konferenz 2015. Jetzt gleich sofort im Anschluss startet für die, die es gerne möchten, eine Hausführung hier durch das Darmstadium. Und zwar unten an der Registrierung, wo Sie ganz am Anfang Ihre Plakettchen abgeholt haben. Dort wäre der Treffpunkt und es wird dann so in 5 bis 10 Minuten losgehen. Die Pressekonferenz für die Kolleginnen und Kollegen, die wird auch sofort im Anschluss stattfinden, und zwar im Raum 2.05 Palladium, 2, zweite Ebene, Raum 05 heißt Palladium. Kommen Sie gut heim, bis 2015. Tschüss. Dankeschön.